Mein Name ist Christian Linkert und ich arbeite als Arzt und Missionar im Urwald Perus. Ich habe mit 16 Jahren Jesus kennengelernt und danach wuchs in mir immer mehr der Wunsch, unter den Urwald-Indianern Südamerikas von Jesus zu erzählen. Meine peruanische Frau Susanna lernte ich in Hamburg kennen und lebe nun mit meiner Familie in Iquitos, einer großen Stadt mitten im Amazonas-Urwald. Man kommt dort nur per Schiff oder mit dem Flugzeug hin. Dort leiten wir auch eine kleine Stadtteilgemeinde. Einen halben Tag mit dem Boot entfernt gibt es ein Gebiet, in dem die Urarina-Indianer leben. Ihre Dörfer liegen an kleinen Flüssen mitten im Regenwald. Ich möchte den Urarina-Indianern in Wort und Tat Gottes Liebe bringen. Als Arzt, um Kranke zu behandeln, und als Missionar, um geistlich für die Menschen da zu sein. Ein paar Dörfer haben christliche Gemeinden, die ich unterstütze. Dafür unternehme ich regelmäßig längere Reisen in den Urwald mit meinem kleinen Boot. Die Vorbereitungen einer solchen Reise sind zeitaufwendig. Eine Woche Reise braucht fast eine Woche Vorbereitung. Die Lebensmittel müssen eingekauft werden, die Medizin für den Einsatz muss ausreichen, der Motor muss funktionieren. Für den Notfall brauchen wir Ersatzteile. Was man vergisst, hat man nicht dabei. Als Thomas aus Deutschland für 3 Monate uns hier besuchte und mit auf die Flüsse kam, war er eine große Hilfe für mich. Wenn wir das Boot dann erfolgreich ins Wasser gelassen haben und die Reise beginnt, weiß ich, dass ich am richtigen Platz bin. Als Steuermann begleitet mich meist mein Freund Pastor José. Manchmal fließt nur wenig Wasser in den Flüssen, sodass es schwierig ist, voranzukommen. Doch José kennt die Flüsse sehr gut und meistert solche Herausforderungen. Ein guter Freund ist Pastor Julian, mit dem mir das Reisen große Freude macht. Er ist ein geachteter Christ bei den Urarina-Indianern, den viele kennen. Wenn ich in den Dörfern predige, übersetzt er für mich. Und oft predigt er auch selber. Ein typisches Urarina-Dorf hat in der Dorfmitte einen Platz, der zum Fußballspielen genutzt wird. Hier treffen zwei Welten aufeinander. Europäischer Fußball trifft auf indianische Kultur. Der westliche Einfluss ist eine Herausforderung. Sobald Strom durch Generatoren da ist, verändert Satellitenfernsehen und auch das Internet das Leben in den Dörfern grundlegend. Viele junge Erwachsene ziehen in die Stadt, kehren nach einiger Zeit aber zurück, weil sie mit der anderen Kultur überfordert sind. Die Dörfer liegen an den Flussufern, sodass wir auf einer Reise von Dorf zu Dorf fahren können. In der Regel bleiben wir in einem Dorf 1 bis 2 Tage. Meist übernachten wir in Zelten, die wir unter den Hausdächern aufbauen. So sind wir vor Regenfällen geschützt. Wir leihen uns die Kochstellen von Nachbarn und essen dann häufig gemeinsam mit ihnen. Als Thomas auf einer Reise dabei war, hat er in einem Dorf seine Slackline aufgebaut, die von den Kindern begeistert genutzt wurde. In solchen Momenten bin ich sehr dankbar. Gemeinschaft kennt keine Grenzen der Kultur. Die Urarina-Indianer liegen mir am Herzen. In über 50 Urarina-Dörfern gibt es bisher nur 4 gefestigte Gemeinden. Ich möchte die Christen unter den Urarina-Indianern ermutigen, neue Schritte zu wagen, Leiter auszubilden und standhaft zu bleiben, damit sie weitere Menschen mit dem Evangelium erreichen. Die ärztliche Hilfe ist für mich ein Weg zu den Herzen der Menschen. Häufig kann ich im Anschluss an die Behandlung mit den Menschen beten. Denn letztendlich ist es ja Gott, der die Heilung schenkt. Ich bin froh zu sehen, wie Gott unter den Urarina-Indianern wirkt. Und ich bin ihm dankbar für all die Wege, die er uns öffnet. Er versorgt uns und führt uns in unserer Arbeit. Es lohnt sich, Gott immer wieder zu suchen. Er antwortet.